Grüße euch. Ich freue mich heute ganz besonders, euch die PP19 zu zeigen. Die PP19 hat mir schon so oft geholfen, in Phasen, wo es mir so schlecht ging, ich kein Geld mehr hatte, Runden um Runden gestorben bin, verloren habe, immer weiter in diesen Teufelskreis reingerutscht bin, hat mich die PP19 tatsächlich wieder rausgerissen aus der Hölle des Verderbens, mich da rausgezogen und wieder gerettet, ja. Also die PP19 ist eine großartige Waffe, die sehr, sehr günstig ist, tolle Munition hat, sehr, sehr günstig, die schnell gemoddet ist. Also richtig schöne Go-To-Waffe. Ich zeige euch jetzt einmal die Budget-Variante, die Go-To-Variante und dann natürlich auch noch die High-End-Variante. Let's go. Die Waffe selbst kostet 20 bis 22k. Jetzt gerade haben wir sie hier zum Beispiel für 22k auf dem Fliehmarkt und 21,5k beim Händler. Das ist ein super fairer Preis, vor allem wenn man bedenkt, dass da gar nicht mehr viel dazukommt. Also, Basispreis 21,5. Dazu holen wir uns jetzt zwei Komponenten. Einmal das EKP-8, Brapo Stufe 1. Schöne Scope, kann einfach an die Seite geklatscht werden. Und den Gummiüberzug, das Buttpad GP25, kostet 3000 Rubel. Wird hinten auf den Schaft aufgelegt. Also, Gummiüberzug, EKP-8, Waffe in die Hand nehmen und go. So sieht das Ganze jetzt aus. Schönes Teil, 30er Magazin ist drin, die günstige PST-GZH-Munition ist drin, kostet glaube ich so 60 Rubel pro Kugel. Das EKP-8 selber hat den Punkt, das Dreieck und diese drei Linien. Ich bevorzuge Punkt mit Dreieck, hat den besten Kontrast bei hoher Genauigkeit und Präzision. Das Ganze stellen wir noch auf Full Auto. Ja, und dann wollen wir mal ausprobieren, let's go. Wie spielt man jetzt mit dieser Waffe? Die Idee dahinter ist, dass wir einen Gegner einfach Spray-and-Pray-artig treffen und abschießen und sozusagen beim Schießen auf den Kopf gehen. Das ist der Punkt. Die Waffe verzeiht halt Fehler. Während ihr bei anderen Waffen nur ein, zwei Chancen habt, könnt ihr hier wirklich das ganze 30er-Magazin, was ja komplett nichts kostet, auf den Gegner sprühen. Wichtig ist, da kommt ein Gegner draufhalten. Und dabei den Kopf erwischen. Halt wirklich während der Salve versuchen hochzuziehen und den Kopf zu erwischen. Die PST-Munition ist stark genug, um Face-Shields zu durchbrechen. Entweder du schlägst sie direkt oder zerstört das Face-Shield. Also im schlimmsten Fall braucht ihr 3 Kugeln, 4 Kugeln, um den Gegner zu töten. Im besten Fall reicht ein einziger Schuss und der Gegner ist instant down. Spray and pray is here the way to go. Spray and pray. Kommen wir jetzt zu der Go-To-Variante. Also was ist überhaupt eine Go-To-Variante? Go-To-Variante bezeichnet bei mir einfach sozusagen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wir stecken noch ein bisschen Geld rein und erhalten sozusagen ein super Ergebnis, ohne komplett zu übertreiben. Und tatsächlich bleiben wir dabei eigentlich auch im Budget-Bereich. Also was machen wir dran? Zuallererst oben das Muscle Break muss ab und Schalldämpfer muss dran. Schalldämpfer, warum Schalli? Zum einen kriegen wir bessere Werte. Zum anderen reduzieren wir natürlich die Lautstärke, was als Solospieler super geil ist, aber auch generell eine tolle Sache ist. Also hier ein toller Schalldämpfer. Dieser Schalldämpfer ist auch sehr günstig. Kauft ihr nicht beim Händler. Beim Händler kostet er glaube ich 24k. Auf dem freien Handel oder im freien Handel 8.000, 9.000 bis maximal 13.000 Rubel ist immer in Hülle und Fülle vorhanden. Als nächstes lassen wir den Deckel gegen diesen Deckel hier austauschen. Also, dass wir einfach eine Rail haben. Und auf die Rail kommt wieder das EKP-8, allerdings diesmal ohne Seitenschiene. Also Standard EKP-8. Dann schalten wir das, tauschen wir das Handguard aus. Wir brauchen das AK Polymer AK 100 Serious Foregrip. Warum? Die Werte ändern sich dadurch gar nicht. Allerdings kriegen wir unten eine Schiene und können dadurch einen Griff dran machen. Und welcher Griff ist natürlich der beste im Preis-Leistungs-Verhältnis-Sektor? Natürlich der RVG. Also RVG geht dran. Und das war's. That's it. Lass mal testen. Here we go. 50 Ergo, 42 Recoil. Für fast keine Rubel, sage ich jetzt mal. Oh, der Sound. Feuer frei. Tolles Teil. Tolles Teil einfach. Vor allem für den Preis. Da geht mir die Luft aus.
So, mir geht's wieder besser. Lass uns jetzt mal die High-End-Variante bauen. Bei der High-End-Variante können wir diskutieren, ja, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Gönnt euch das Teil. Die Frage ist natürlich, ob man da nicht mit einem MPX bauen will oder eine MP7 oder. Ihr wisst, was ich meine. Frage ist einfach, ob das jetzt im Verhältnis steht, ne? So teuer ist es aber tatsächlich auch nicht. Wir tauschen den Schalldämpfer aus gegen das Osprey. Das Osprey hat nochmal bessere Werte. Ein toller Schalldämpfer. Der Griff kommt natürlich ab. Handguard tauschen wir natürlich auch. Und zwar, best in Slot ist das MOE AKM Handguard. Die Farbe ist egal, ihr habt hier die Wahl zwischen dem grünen, gelben, rosa, gestreift, was weiß ich was. Wir nehmen einfach mal das schwarze, das passt gut dazu. Das EKP lassen wir drauf, setzen aber vorne den Cobra Shade drauf. Das gibt einen Ergo-Punkt. An die Seite hier kommt auch das RP1, auch nochmal einen Ergo-Punkt dazu. Den Griff tauschen wir aus. Vorzugsweise, wir können, es gibt zwei, drei Griffe hier, die dieselben Werte haben. Aber ganz ehrlich, RK3, wenn ihr nicht wisst, welcher der beste ist, RK3, dann macht man nichts falsch. Dadurch, dass wir den Shaft, den Handguard ausgetauscht haben, setzen wir hier noch eine Schiene dran, 4,1-Inch Schiene. Und jetzt der Griff. Ja, jetzt der Griff, das ist natürlich jetzt die Frage. Also für den Recoil, der beste Griff wäre der RK2 Griff. Wir kommen auf einen Recoil-Wert von 36 bei 53 Ergo. Ist relativ teuer und zieht viel Ergo ab. Der Punkt ist, es wäre best ein Slot für Recoil. Allerdings fühle ich den RK1 mehr. Wir verlieren einen Recoil-Punkt, nur einen einzigen, gewinnen 4 Ergo dazu und sparen viel Geld. Also ich würde hier den RK1 bevorzugen. Ja, also hier das Magazin. Das gelbe Magazin hat nicht bessere Werte, aber sieht geil aus. Ja, und das Auge schießt mit, sage ich immer. Deswegen auf jeden Fall, wenn ihr schon die High-End-Variante spielt, dann das gelbe Magazin mit rein, im Pflichtprogramm. Und zu guter Letzt der Schaft. Der Schaft bleibt so. Tatsächlich ist es so, dass dieser Schaft von Anfang an best in Slot ist. Wer es mir nicht glaubt, wir merken uns einmal die Werte 57, 37. Nehmen den Schaft jetzt mal ab, machen einen Adapter dran. Und die eigentliche Go-Do-Variante früher wäre gewesen das PT3 und ihr seht, wir kommen auf 60, 38. Das heißt, wir gewinnen zwar etwas Ergo dazu, unser Ziel ist aber, den Recoil-Wert so gering wie möglich zu halten. Der Ergo-Wert ist schon recht hoch. Wir verlieren einen Recoil-Punkt hier, gehen hoch auf 38, nicht zwei sogar, ne? Auf 38 gehen wir hoch. Das ist auf jeden Fall schlechter und wir zahlen mehr Geld. Also runter mit dem PT3, runter mit dem Adapter, Stock drauf, Buttpad. Wir sind wieder bei 57, 37. Das bleibt so, wie es ist. Ich habe alle Varianten ausprobiert mit dem Schaft. Also es ist wirklich so, dass momentan Stock mit Buttpad die beste Variante ist. Und dann haben wir das Ding auch schon fertig. Mehr geht nicht. Wir haben hier also 57, 37. Das Ding ist jetzt wie ein Laser. Geiles Teil. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Ich selber werde jetzt auch nochmal reingehen mit der PP19, ein bisschen auf die gute alte Zeit. Ist eine tolle Waffe, nach wie vor. Übrigens, just saying, Wesley hat ja letztens eine Tierliste gemacht, eine Waffentierliste. Da ist die PP19 sehr, 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 sehr weit oben. A-Tier, wenn ich mich nicht irre. Also, gönnt euch das Ding. Wenn ihr im Livestream vorbeikommen wollt, ich bin fast jeden Tag online, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten unten in der Beschreibung alle Infos, die ihr braucht. Ich sag schon mal Tschüss an dieser Stelle. Auf Wiedersehen, macht's gut, bleibt gesund, bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal live vorbeikommen könntet bei meinem... Ach, Quatsch. Ich freue mich, wenn ihr live vorbeikommen könntet.